Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Woche 11 heute schon am Start unserer Community-Franchise. Und ich habe zwei Tipps für euch, aber die kommen vermutlich erst beim Gameplay und haben nichts mit Madden zu tun. Ihr merkt vielleicht, ich bin gerade eine Treppe hochgerannt, deswegen ein bisschen außer Atem. Als allererstes, was wir machen können, wir sind schon in der richtigen Woche, wenn ich mich nicht irre, genau. Wir können uns mal unsere Spieler-Upgrades angucken. Direkt mal, ja doch, ich sag mal zwei sehr wichtige, dass du mal eins hochgeht, ist natürlich cool für uns. Eigentlich würde ich dem gerne Hybrid-Punkte geben. Wisst ihr was? Ich gebe ihm Hybrid. Insgesamt kann er uns sowieso nicht überholen auf Run-Support. Ah! Ach nee. Jetzt ist der Zone scheinbar auch eins hochgegangen auf 91. Nee, Run-Support ist auch 91. Warum ist er jetzt auf einmal Zone? Die sind beide gleich auf und Run-Support würde bei uns ins Scheme passen. Warum ist er jetzt kein Scheme-Fit mehr? Das war nämlich genau mein Gedanke, dass die entweder beide eins hochgehen oder beide bleiben. Und dass er deswegen Scheme-Fit bleibt, das ist ja auch dreckig jetzt. Aber dafür haben wir ihn hier zum Scheme-Fit gemacht, das ist auch was Gutes. Aber das mit Jamal Adams regt mich ja schon wieder auf, das ist nervig. Kriegen wir dich auch noch zum Scheme-Fit? Ey, jawohl, einen verloren, dafür zwei dazugekriegt, aber halt den wichtigsten verloren. Aber das ist doch dumm. Aber ich glaube, das ist in Madden 20 auch anders. Das war eine von den Sachen, die sie schon angesagt haben, dass sie die anders machen. Dass so richtig gute Spieler in mehrere Schemes passen können. Aber sowas war ja nur eigentlich dieses Jahr auch immer. Wenn zwei gleich auf sind, dann nimmt er das, was besser ins Scheme passt. Ist jetzt hier natürlich nur nicht gerade passiert. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber wenigstens sind beide unsere Safeties jetzt ohne Confidence Boost schon auf 91. Also das ist ja schon mal ganz cool. Quan Alexander hält in der Mitte alles down. Daniel Hunter ist stark gewesen die letzte Zeit. Ansonsten, Tackles kommt nicht allzu viel. Und Cornerbacks erlauben mir richtig viel Man zu spielen. Und das ist sehr, sehr geil. Ich würde sagen, wir machen heute mal gar nicht so einen langen Vorlauf, weil wir nicht wirklich viel angucken müssen. Wir sind jetzt 3,5 Spiele vor den Falcons. Denn ich glaube, die haben letzte Woche verloren. Und wir spielen nächste Woche gegen die. Wichtig. Dann spielen wir 2 Wochen darauf gegen die Buccaneers. Wichtig. Und dann die Woche darauf gegen die Panthers. Auch wichtig. Alles innerhalb unserer Division. Aber man darf natürlich jetzt nicht den Fehler machen, sich schon zu früh drauf zu konzentrieren. Wir können erstmal gucken, wer sonst noch so gut dabei ist in der Liga. Ah, okay, wir sind das beste Team, aber warum? Ach, die Patriots hatten ihre Bye-Week noch nicht, okay. Patriots hatten ihre Bye-Week noch nicht, Cowboys sind hinter uns. Ansonsten, Patriots ist das einzige Team mit noch 8 Siegen. Also sind wir schon mal relativ weit vorne, gerade natürlich, was die NFC angeht. Spielervertrag verlängern, relativ unnötig, weil wir danach aufhören. Weil du kommst aus LSU. Jawohl, let's go. Kriegst du natürlich einen dickeren Vertrag. Denn LSU-Leute müssen wir behalten. Boom. Wie gesagt, ich denke jetzt hier nicht großartig nach. Ich spiele einfach nur ein bisschen rum. So, wir haben 18,5 Millionen. Also investieren wir mal noch nichts ins Stadion. Was ich ja eigentlich machen wollte. Ich glaube, das fängt nämlich bei 20 Millionen an. Können wir nächste Woche mal gucken. Denn wir haben jetzt 2 Heimspiele hintereinander. Dafür danach 3 Auswärtsspiele. Egal, das gucken wir dann an. Erstmal haben wir noch eine Media-Question, die aus dem Nichts gekommen ist. Okay, toll, das ist auch wieder verbuggt gewesen das ganze Jahr schon, ich klicke jetzt hier einfach irgendwo drauf, die haben gefragt, was ist, weil ein Spieler von mir in seinem letzten Vertragsjahr ist und das Angebot abgelehnt hat, der Typ eben hat es aber natürlich angenommen und ist auch absolut nur ein Rollenspieler, also da ist wieder ein kleiner Bug am Start. Heute benutze ich das Panthers Playbook, denn ich glaube, ich habe, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gelesen, dass das Panthers Playbook offensiv sehr schlecht ist oder sehr einschränkend zumindest, also gucken wir mal, wie ich damit klarkomme. Auf geht's ins Spiel, drück mir den Daumen. Yo, Newsflash, nein, kein Newsflash. Keine Angst, wir sind schon hier mit der Franchise. Ich sag's jetzt mal direkt am Anfang, was ich sonst immer am Ende sage, von wegen manche Leute vergessen das, weil sie immer wieder die Franchise-Folgen gucken. Wenn es euch gefällt, dann nehmt euch die 2 Sekunden und klatscht ein Like auf das Video. Das hilft mir nämlich weiter. Und das ist in letzter Zeit verständlich, weil alle sich schon auf Madden 20 freuen, aber sehr abgesunken. Likes, Views, Kommentare und sowas unter den Videos. Und deswegen, wenn ich das ansage und dann kommen wieder mehr Likes drauf, dann weiß ich, dass es manchen von euch so geht wie mir, dass man das nämlich vergisst, weil man so sich denkt, na logisch, ich gucke das immer, natürlich gefällt es mir. Deswegen vergesse ich das manchmal selber und freue mich dann, wenn ich daran erinnert werde. Und deswegen erinnere ich euch. So, Darius Geis, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Aus unserer Division diesmal nur einer im Wildcard-Rennen. Ansonsten, wer sich erinnert, die letzten Jahre waren es fast immer zwei oder die letzten Saisons, die ich gespielt habe. So. Achso, erster Tipp. Ich habe gesagt, ihr kriegt zwei Tipps von mir. Tipps für Konsumverhalten. Wenn ihr Netflix habt, guckt euch den Film Shaft an. Ja, also ist jetzt nichts wirklich Deepes oder sowas, aber ist filmisch gut gemacht. Ist witzig und sehr, sehr kurzweilig. Also macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. Im zweiten Tipp denke ich vielleicht gleich beim ersten Touchdown. Mal gucken. So, ich habe wieder noch nichts gesehen von dem Team, beziehungsweise wenn ich vorherige Woche oder sowas was gesehen habe, dann habe ich alles wieder vergessen. Ich versuche die ganze Zeit schon die Nummern zu analysieren. Ah, Sam Darnold. 20-2! Heilige Mutter Gottes. 20-2, oh weia. Da müssen wir aufpassen heute, dass er uns nicht wegrennt mit seinem Team und uns kaputt macht. So, wir versuchen mal rauszukommen, wie wir gerne rauskommen. Man-Coverage, früh ausprobieren, wenn es funktioniert, können wir das mit bisschen Glück das ganze Spiel durchreiten. So zum Beispiel, das gefällt mir doch schon mal. Ein Yard. Geschenkt. Geschenkt. Watson, okay. Das ist ziemlich sicher nicht Mike Pouncey. Also wäre auf jeden Fall sehr merkwürdig. Jordan Howard, Charleston, jetzt habe ich nicht gelesen. Demaryius Thomas ist, glaube ich, Nummer 1 Receiver gewesen da. Das ging mir ein bisschen zu schnell, ich war noch im Nachdenken. Amendola Thomas und Anthony Miller vermutlich, nehme ich an, wenn da ein Miller ist. Nö. Nö. Sims in eine Mauer reingerannt. Jetzt sehen wir unsere Defense nochmal. Atlanta spielt gleichzeitig mit uns und ich glaube, Carolina spielt auch gleichzeitig mit uns, habe ich unten gesehen. Müssen wir nur noch gucken, was Tampa Bay macht. Ach ja, letzte Woche war ja das mit den zwei Super-Touchdowns. Wer es nicht geguckt hat, guckt euch das unbedingt an. Noch nie sowas gesehen, ey. Versuchen wir mal Cover 3. Schöner Wurf. Schöner Wurf. Über den Linebacker drüber in die Lücke. Gefällt mir. Gefällt mir. Drei Tight Ends, dann gehe ich mal ganz, ganz flott wieder raus aus meiner Nickel-Formation. Oh, der ist weg. Der ist weg. Schicker Lauf. Mein User ist zuerst irgendwo hingeschlittert. Dann hat er danach noch einen Spin-Move gemacht. Den, keine Ahnung, was da mit dem Gegenspieler passiert ist. Damn. Irgendwie ist es immer ärgerlich, wenn man als User den steuert und sich so denkt, aber warum? Ich habe doch nicht in die Richtung gedrückt. Warum schlittert der jetzt in die Richtung? Aber auf der anderen Seite erwartet man, glaube ich, zu viel. So. Und das ist realistischer, wenn dann auch mal einer wegschlittert. Beziehungsweise wenn er ein schlechteres Rating hat, natürlich, egal ob der geusert wird oder nicht. Aber man muss immer eine gute Mischung finden zwischen Realismus und dem Fakt, dass es ein Spiel ist. Denn wenn es einfach nur realistisch ist, dann wäre es ein Simulator und dann müsste man theoretisch nicht spielen, dann kann ich mir einfach nur, ja, dann kann ich es mir angucken. Deswegen muss man halt mal eine gute Mischung finden, aber eigentlich gelingt das Madden ganz gut meistens, muss ich sagen, ganz ehrlich. Das meiste, was da gemeckert wird, ist schon meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und das meiste ist halt auch wirklich nur ärgerlich und nicht schlimm. Okay, Moment mal, wir haben doch bestimmt den gleichen Spielzug, den die hatten, wa? Wing Pair, wenn ich mich nicht irre, und dann Inside Zone, haben wir. Dann machen wir jetzt mal den gleichen Spielzug und laufen einfach auch einen Touchdown, aber unser ist von weiter weg und deswegen wird unser geiler sein. Oh, huch. Ich habe absolut nicht nach außen geguckt, weil ich fest der Überzeugung war, dass unser Wide Receiver den mindestens hält, bis ich fast da bin. Damn. Wir waren da links. Jetzt muss ich erstmal nochmal in die gleiche Formation gehen, aber eigentlich müsste es ja Landry sein, wa? Ja, es ist Landry. Okay.
Oh, wir haben Full House. Ich dachte nur, die Packers haben Full House. Triple Option, danke, nein. Counter, nein. Read Option, nein. Schön mal Curl Deep Out. Und die Curl wird mit Go. Und du bleibst zum Blocken. 1-1 Matchup. Ah, schade. Ich dachte, ich gebe Landry auch mal eine Chance. 1-1. Mache ich zu selten. Beziehungsweise wirklich so eine 50-50-Bälle. Manchmal, wenn man 1-1 Matchup hat, den Ball dann einfach hochzuwerfen, wenn man sieht, dass der Vorsprung hat, dass er was anderes als jetzt so ein 50-50-Ball. Deion Jones, Jadeveon Clowney, Darius Leonard. Ach, du Schande. Wir werden nur dadurch gerettet, dass sie im komplett falschen System spielen, und zwar beide. Also Darius Leonard kann das vermutlich noch, aber Jadeveon Clowney als Offball-Linebacker ist halt ein bisschen Quatsch. Oder haben die den im Nickel hier an der Line? Sieht so aus, als wäre Hicks nach innen gegangen und erst da rechts, oder? Mal gucken. Landry! Ah, Landry hält ihn fest. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, und jetzt muss ich mir mal einfach zwecks klug sein, angucken, wer hier wo steht. Ja, das ist doch Clowney. Wenn das nicht Clowney ist, dann bin ich Clowney. Es ist Clowney. Hicks nach innen. Ja, war so, wie ich gesagt habe. Von der anderen Seite Youth. Und dann haben wir hier Leonard und Deion Jones. Oha. Okay, also wissen wir jetzt auch, wer im Nickel steht bei ihnen. Das ist aber ganz gut, dann können wir nämlich immer ein bisschen gucken, was Nickel ist und was nicht. So, wir haben Shallow Cross von Landry, wir haben Jeter auf einer Tight End Wheel und Shepard erzwungenen In-Release Dig. Geist auf dem Checkdown. Ach, guck mal, sowas mag ich überhaupt nicht. Der muss einfach nur gerade auswerfen. Das meine ich immer mit ärgerlich, weil da ist halt niemand da. Es ist niemand bei ihm. Das ist ja auch eine super Formation. Kann ich mal Adjustments machen, ja? Beziehungsweise den Spielzug ändern, das meinte ich mit Adjustment. Wieso haben die denn so viel Tight-Quatsch? Bunch. Alter, wieso haben die denn. Okay, hier haben die mal ein paar mehr. Die haben ja gefühlt nur zwei Spielzüge pro Formation immer. So, Shepard muss hier ein bisschen tiefer rennen natürlich. Den Release brauchen wir nicht. Let's go. Ja, Etling. Da hätte ich, wenn ich ehrlich bin, noch ein bisschen warten können. Der Cornerback ist auch ganz gut drauf reingefallen und hat sich dann aber auch wieder berappelt. Aber da hatte ich Angst. Ich weiß nicht, ob wirklich jemand nah dran war. Ich habe mich gefühlt, als wäre jemand nah dran gewesen. Oh, damn, nicht so weit. Na egal. Okay, zweiter Tipp für alle, die jetzt noch da sind. Hört euch mal an von Dreamville, Costa Rica. Und die Lyrics sind in der Beschreibung, dann seht ihr auch, wer da gerade immer rappt. Hört euch mal die Parts an von JID und von Ski Master Slump God. Das ist anders krass. Stark. Was ist es, Matthew gewesen? 32? Ich bin mir nicht sicher, was wir für Nummern hier haben. Muss aber. Auf jeden Fall stark, was der gemacht hat. Der hat seine eigene Coverage erstmal verhauen, hat dann aber die andere abgewehrt, die von der anderen Seite kam. Das war gut. Gleicher Spielzug nochmal. Andere offensive Formation natürlich. Oh, oh. Nee. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe vorhin nicht so auf die Line geachtet, weil ich die ganze Zeit geguckt habe, ob der Center der echte Center ist oder nicht. Aber bisher
spielen die uns ein bisschen an die Wand. You've run that type of a play throughout the game. You give them that look, and now you're gonna counter things and bring it. Oh, damn. Riley wird umgehauen. 2 für 57 für Howard. Eventuell muss ich mehr aus der Under machen heute, aber weiß auch nicht. Wir haben niemanden auf dem Running Back. Ah, schade. Kein neues First Down. Ich habe ein bisschen gepennt, weil ich am Anfang gucken wollte, ob der Running Back in die Flat release. Dann hätte ich das auch noch machen müssen. Was haben wir denn noch? Over Plus mag ich nicht. Aber wir können es mal probieren. Den Saw Oblast habe ich gesucht. So, Man gegen Bunch ist nie besonders clever. Yeah! Blitz kam durch. Die Table war zu, da stand ich halt in der Formation schon quasi genau im Weg. Geil. Auf der anderen Seite habe ich nicht geguckt, was passiert ist, aber wir kriegen den Ball relativ schnell wieder. Das ist cool. Das ist gut, ja. Ich bin so schlecht mit Quick-Time-Events, ey, Mann. Aber das Ding ist, da waren vielleicht manche von euch schon da, aber vermutlich sehr, sehr wenige. Als ich letztes Jahr Until Dawn gespielt habe, dieses Horrorspiel, auf dem Kanal hier. Oh, wollt ihr das wirklich machen? Moment kurz. Nein, schade, kam nicht schnell genug in die Gänge. Als ich das gespielt habe, da hatte ich mit den Quick-Time-Events nicht so Probleme, aber die waren vermutlich dann relativ einfach. Ah, schade, ich dachte, wenn ich mein 1-1-Matchup gegen Clowny habe, das gewinne ich. Habe ich auch. Aber dann war er ein bisschen zu langsam, um den Safety da hinten wegzuholen. Böhringer! Jawohl! Jawohl! Mobo mit dem dicken Catch. Gut, jetzt gucken wir mal, ob hier irgendwas spreadmäßig Schickes am Start ist. Alter, was? Ah, okay, wollte ich schon sagen. Dank. Wisst ihr was? Verticals, warum nicht? Ah, darum nicht. Falscher Look. Gut, dann ändern wir den ganzen Quatsch. Und zwar so. Ah, nein! Mann, jetzt habe ich jede einzelne Route geändert und war letztendlich nicht schnell genug. Ach, Mann. Egal. Das Gute ist, wir haben nochmal einen Versuch, eventuell den Look zu treffen. Nope. Exakt das Gleiche. Also in der Mitte nicht, aber ich will nicht laufen. Machen wir es mal so diesmal. Wollte schon sagen, was macht den Geister? Hab mich nicht getraut zu werfen auf die Streak und dann auf die geuserte Dingsbums. Slant. Habe ich mich nicht getraut, aber hätte ich den Spielzug mal gelassen. Die haben mich ein bisschen verarscht mit dem Look. Ach komm schon, meine Fresse. Das war wieder nur, weil ich Sprint gedrückt habe, ein Ticken zu früh. Sobald ich Sprint gedrückt habe, bumm, war der auf magische Weise weg von seinem Block. Das ist immer so. These pants make me look fat, and we said, nah, man, you're just a whole lot of guy. He is a well over the Jawohl. Neues First Down, erstmal das, was zählt. Na, Read Option, warum nicht? Ich kann die eigentlich immer. Ich bin zu langsam im Kopf, um die zu lesen. Okay, nochmal zum Erklären. Ich lese Jadeveon Clowney. Wenn er auf der Stelle tippt, muss ich eigentlich nochmal X drücken, beziehungsweise X gedrückt halten, damit der Running Back läuft. Wenn er reingeschossen kommt, dann muss ich eigentlich loslassen mit dem Quarterback. Er tippelt, ich habe übergeben. Hat trotzdem nicht sonderlich viel gebracht. Ist halt auch nie eine Garantie, aber es war immerhin der richtige Read. So, ich spiele mal den exakt gleichen Spielzug nochmal, aber auf die andere Seite. So, guck mal, das Spiel zeigt uns sogar mal an, wen wir lesen müssen. Eigentlich ist es relativ logisch, aber... Seht ihr, der hat auch wieder, der hat auf der Stelle getippelt.
Das heißt, als Quarterback wäre ich außen nicht rumgekommen und er ist als Backside Pursuit nicht am Start. Gute Formation. Schlechte Plays, aber gute Formation. Haben wir eine Angle? Eine richtige, bitte. Nee, na gut, dann nehmen wir die falsche. Halt, wo war denn die? Ach hier. Wir haben extrem viele Quarterback-Laufspielzüge und auch Quarterback-Power und so. Ich meine, das ist logisch, das ist Panthers, aber es ist witzig. Oh, oh. Oh ja, das war dumm. Das war dumm. Ich hatte früher als Geist gelesen, dass keiner kommt. Schade. Und das wäre... Glück gehabt. Ja, ich hatte früher gelesen, dass keiner kommt. Und dann habe ich gedacht, er hat es nicht gecheckt und bleibt hinten. Ansonsten hätte ich einfach noch einen Ticken länger warten müssen. Und dann hätte ich die Angle frei gehabt. Aber er ist zu spät losgerannt. Da muss ich mal ganz kurz Darius Geis anmeckern. Da hat er zu langsam gelesen. So, 7-3. 4 Minuten noch in der zweiten... Falscher Anfang. In dem zweiten Viertel. In der ersten Hälfte. So. Amendola... Thomas, Moment mal. Ach, Demarius. Ah, ich habe gerade Michael gedacht. Mich kurz erschreckt. Nee, erschrocken. Ich verwechsel immer, ob erschreckt oder erschrocken. So, 2. und 13. 3 Minuten 50 noch. Wir gehen einfach mal in unsere ganz basic B-Punkt Man-Formation, aber aus der anderen. Oh, shit. Okay, nein, hier ist was falsch gelaufen. Die gesehen, wie da der Superman draufgesprungen ist, sollte eigentlich ein Hitstick werden, aber auch sowas witzig. Okay. Ja. Das geheime Kürbissprache. So. Ja, nix ist. Nix ist. Bisschen langsam gewesen mit der Reaktion, aber trotzdem gereicht. So, 4. und 3. Gebt uns den Ball wieder. Und jetzt primäres Ziel ist, dass wir Punkte machen und die den Ball nicht wieder kriegen. Wir liegen hinten, deswegen brauchen wir 2 primäre Ziele. Ja, XXX, ja! Oh, aber ich habe das Quicktime-Event hingekriegt, habt ihr es gesehen? Ich meine, die Flagge wäre sowieso gekommen, plus er kam viel zu langsam aus der Animation raus. Aber hey, Quicktime-Event hingekriegt. Passiert ja auch nicht so oft. H-Pro. Nein. Warum nicht? Warum nicht mal einen Double Move probieren, ha? Gerade wenn die so stehen, weil es ein 4 sein könnte. Nope. Cool. Ey, Mann. Oh, ich weiß, das ist kurze Seite vom Spielfeld, aber ich kam direkt aus der Motion raus und habe sofort geworfen. Es war trotzdem nicht schnell genug. Entweder Fähig als Skinny werfen, ansonsten Jeter lesen, aber... Ja. Ja, da war noch jemand dran am Wurf, glaube ich, ne? Ansonsten darf der da nicht so rausflattern. Schade, der war offen. Also der Wurf kam auch scheinbar zumindest in die richtige Richtung. Ja, wir haben wieder noch absolut keine existente Offense heute. Das ist häufig unser Problem. Ich habe ihn auf dem Safety. Ah, schade. Schade. Den hätte ich vielleicht führen sollen, aber naja. Shit happens. Da habe ich auch gar nicht weiter lange gelesen. Ich habe nur gesehen, er übergibt auf dem Safety. Direkt werfen. Ah, Wurf kam zu früh raus. Hitstick, Achtung. Schon wieder. Wie soll denn das gehen? Mann, Jungs, ich sag dem zweiten Kerl auch, gib ihm einen Hitstick. Ihr wisst, was Momentum ist, ne? Quasi der Schwung, mit dem man läuft, in die eine Richtung, in die man getragen wird. Angeblich, was mit der Animation gerade passiert ist, er sprintet auf ihn zu, die sprinten aufeinander zu. Und dann in dem Moment, statt ihn nach vorne weg zu drücken, was sowieso einfacher ist für alle Leute, da hat man stärkere Muskeln, um zu drücken, als zu ziehen,
statt ihn nach vorne wegzudrücken oder in ihn reinzuspringen, was macht der? Angeblich springt der in ihn rein und zieht ihn direkt zurück an der Face Mask. Das war eine super Animation. Aber das meine ich halt wieder. Das ist nicht schlimm, es ist nur nervig. Mehr nicht. Das ist gut. Das ist immer ein Luxus, wenn man bei einem Videospiel keine schlimmen Probleme hat, sondern wenn die Probleme nur nervig sind. Aber auf jeden Fall haben die den Ball jetzt viel zu weit vorne. Und auch das ist wieder äußerst ärgerlich. Wir geben Pressure. Outside Linebacker Fireman. So, kannst bitte pressen. Was? Oh, Jamal, du stehst doch genau im Ball. Oh, Mann. Dafür habe ich den gepresst, damit er für die Slant von außen unten drunter sein könnte. Ja. Oh, Glück gehabt. Bale. Das hätte ein Touchdown sein müssen, wenn der Wurf gekommen wäre. Ich bin geschossen, weil ich dachte, die wollen einfach nur durch die Mitte. Und dann kamen die mit dem Screen. War ein perfekter Call eigentlich. Manblitz plus der Typ, der den Running Back hatte, ist einfach wie wild drauf losgeschossen. Das war perfekte Call. Und dann Pech gehabt, dass es nicht geklappt hat. Okay, wir haben nochmal 1,30, 7 Punkte hinten, aber wir haben wieder erst... Ey, ich will gar nicht sehen, wie wenig Yards wir haben in der ersten Hälfte. Das ist so traurig. Aber auch da wieder, das ist halt hauptsächlich der Quarterback, ne? Nee. Special Teams heute auch nicht so das Allergelbste vom Ei. Die geben mir die ganze Zeit Press, wisst ihr was? Ich gehe gleich in eine andere Formation, wenn es so weitergeht hier. We're just taking what the defense is giving us, but sometimes that's just not good enough. Sometimes you have to take what you want, and that means getting him the football. Oh, das ist PI. Das ist die Pass Interference Animation. Warum geben sie mir die? Dann lasst es doch einfach ein Overthrow sein. Was ist denn das für Quatsch? Wisst ihr, wenn der Wurf nicht ankommen soll, er überlegt sich ja quasi, okay, soll der Wurf ankommen oder soll er nicht ankommen? Wenn er nicht ankommen soll, dann gebt mir doch wenigstens eine ganz normale Overthrow-Animation und gebt mir nicht die Pass-Interference-Animation, ohne dann Pass-Interference zu callen. Sowas zum Beispiel. Wenn er nicht ankommen soll, dann macht doch sowas. Gar kein Problem mit. Ist alles richtig. Aber gebt mir nicht so ein Bullshit. Wisst ihr was? Ich bin schon wieder zu gierig die ganze Zeit. Aber wir müssen mal irgendwie was hinkriegen jetzt. Okay, sehr gut. 1:10, wir sind an der 50 ungefähr. Was haben wir denn hier? Schönes Doubles, Double Slants, Klassiker. Jeter hochschicken. Shepard hochschicken, falls der Safety runterkommt. Snappen! Safety kommt nicht runter. Oh. Glück gehabt, dass Jeter danach aus welchem Grund auch immer nach links geglitscht ist. Ihr habt gesehen, es war keine normale Laufbewegung. Denn der Wurf war auch schwer. Der sah aus, als hätte ich den nach links geführt, ne? Ich habe den weder nach oben, noch nach links, noch sonst irgendwo hingeführt. Der kam einfach so komisch. So, 12, 20 Sekunden, jetzt kommt mal mein Timeout. Ich bin versucht, die Deep Outs zu werfen, aber da bin ich bekannt dafür, Picks zu werfen. Deswegen lieber nicht. Wisst ihr was? Play Action Cross. Bisschen wenig Platz dafür. Die Quatschroute ganz links wird geändert. Und Böhringer wird auch geändert, weil das Bullshit ist. Shark kann von mir aus bleiben. Ich meine, hat irgendwie aus welchen Gründen auch immer halbwegs geklappt. Aber Landry hat beschlossen, na, ich laufe nicht meine Route, ich laufe hinter der Line lang. Warum auch nicht? Wollen wir mal Wildcard spielen? Warum nicht? Wir können einmal Wildcard spielen. Jet Sweep, Counter oder Power? Bin kein Counter-Freund.
Spielen wir mal einen Jet Sweep, warum nicht? Running Back kriegt den Ball, das läuft doch. Ah, schief. Okay. Oh, 12. 12. Noch 2. Okay, was wir jetzt als erstes machen, ist der Play-Action Power-O. Den kann ich ja wegwerfen, deswegen habe ich da nicht so groß Druck. Wenn der nicht offen ist, werfe ich ihn weg und dann habe ich danach noch eine Idee. Aber er ist offen. Und da ist der Touchdown, jawohl. Okay, Idee danach wäre gewesen, für alle, die sich jetzt wundern, Toss. Und wenn der nicht da ist, wenn ich den also nicht sicher reinbringen kann, dann einfach straight ins Auslaufen, damit ich danach noch Zeit habe für ein Field Goal. Aber die Variante war drin. Passing Touchdown, Ausgleich kurz vor der Hälfte. Ich glaube, wir kriegen den Ball nach der Hälfte, aber ich bin mir nicht sicher. Panthers Playbook ist, ich verstehe, was jemand meint, wenn er sagt, das ist schlecht. Aber es ist wirklich halt nur sehr, sehr speziell. Aber nächstes Jahr mit so einem Kyler Murray zum Beispiel kann man das doch definitiv mal machen. Oder halt ganz klassisch mit dem Cam, aber ist ein bisschen unoriginell, sowas zu sagen. Weil das Playbook ja quasi für Cam gemacht ist. So, keine Timeouts, das heißt, Moment, wir sehen uns dann in der zweiten Hälfte. So, thanks to the late touchdown, it's a time ball game here heading to break. As we send you on over to Orlando for Jonathan Coachman at our EA Sports Halftime Report. Take it away, Coach. All right, Brandon, thanks very much. Things starting to get interesting in this final weekend before Thanksgiving. So let's see what's going on around the NFL. We'll start in the Motor City. Carolina paying a visit to Detroit. And they have just about gone to halftime with the Panthers out on top. Alshon Jeffrey, a touchdown reception. Next, we're off to Baltimore to check on the Ravens at home at M&T Bank Stadium. And they've got the lead in their ball game over the visiting Cincinnati Bengals. Baker Mayfield with 3 touchdown passes. Finally, we're off to Atlanta. Check on the Falcons at home at Mercedes-Benz Stadium. And you can see they trail the visiting Cowboys. 2 touchdown passes for the veteran Alex Smith. Meanwhile, in our game, it's been as tight as we expected, all tied through one half of play. For the call of the second half, let's get it back to Brandon Gotten and Charles Davis. Und zu mir. T-Pose. Ich lebe in 2017. So. Wir kriegen den Ball, wenn ich mich nicht irre. Ja, Skip hier, wir waren dabei, wir haben es alle gesehen. Wir brauchen keine Highlights. Mann, die Highlights kommen jetzt alle, weil wir jetzt nämlich 24 zu 3 gewinnen, diese Hälfte. Insgesamt gewinnen wir 34 13. Ah, schade, ich dachte, ich kann mich vorbeischummeln an dem. Aber das wäre schon ein bisschen frech gewesen. Egal, 28, wieder ein paar Net, ja, das passt doch schon. Badam, badam, badam. Ist close. Hier ist doch bestimmt wieder der Käse Wham drin. Machen wir aber nicht, wir laufen den Stretch. Cover 3, ha? Huh? Wir wissen alle, Cover 3 hat keine guten Runfits. Ah, schade. Ich dachte, kommt zweimal hintereinander durch. Egal, 6 für 31 sind über 5 pro Carry oder ganz, ganz knapp über 5. Das gefällt mir doch schon mal. Ich wollte doch eigentlich mal was ausprobieren. Was wollte ich denn ausprobieren? Quarterback Power wollte ich ausprobieren. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das drin war. War das hier drin? Nee. Was hier drin? Nee. Na gut, dann nehmen wir erstmal den hier. Und hoffen, dass wir noch schnell den Ball snappen können, weil mir der Look eigentlich ganz gut gefällt. Snap, Snap, Snap! Mann, Alter. Das soll wieder spannend machen. Landry, jawoll. So muss das. Oh, ich muss gleich niesen. Hey.
Ja. Danke, falls irgendjemand gerade Gesundheit gesagt hat. Ah, super Catch. Oh oh. Slide, drop. Hit them folks on stop. I've got too much skill. I float up the water to suppress the macro gills. Nein, mein Vater, like you, Luke Skywalker. Triple Option, danke, nein. Power. Oh Mann. Wo war denn der Quarterback-Power-Spielzug noch gleich? Der war doch in irgendeiner besonderen Formation. Ich glaube Shotgun, aber. Ja. Vielleicht, ich könnte natürlich auch einfach das sagen, manche von euch bestimmt auch die ganze Zeit schon, nach Spieltyp reingehen. Aber ich will nicht. Ich will es so finden. Den meine ich nicht, den Quarterback Power. Hier war ich gar nicht drin. Ich bin doch nicht doof. Was ist denn los? War der hier drin? Nee. Ha. Huh. Ah, 10 Sekunden. Jetzt habe ich natürlich den besten Red Zone Spielzug aller Zeiten ausgewählt. Egal. Ah. Ich wollte den hochwerfen auf meinen größten oder meinen Tight End. Na gut, dann gucke ich einfach im nächsten Drive mal nach. Play Type. Aber Hauptsache, wir führen. Field Goal für 2 normalerweise gar nicht meine Art. Aber wir müssen noch erstmal die erste Führung mitnehmen, ne? Ist sehr enttäuschend, gerade zu Hause und sowas, aber wenn wir jetzt einen Stopp holen und danach einen Touchdown, dann sind sie alle wieder froh. Oh oh. Also, Flagge in 95% der Fälle bei einem Return geht sowieso gegen das returnende Team. Block in the back zum Beispiel. Deswegen muss man sich da meistens gar nicht so einen Kopf machen, sobald man eine sieht, aber man kann nie wissen. 3 Tight Ends. Vorhin der lange Touchdown-Lauf war aus 3 Tight Ends und zwar exakt aus dieser Formation, nur halt zur anderen Seite. Der zieht den noch weiter, mein Defensive Tackle. Mit Snacks würde sowas nicht passieren, möchte ich hier nur mal kurz anmerken an der Stelle. Snacks würde sich nie ziehen lassen. Stretch ist zu. Keine Ahnung, was mein User da gerade gemacht hat. Der stand irgendwie daneben und hat sich aber mit wem anders gekloppt, statt auf den Running Back zu gehen. Aber egal. Das Endergebnis ist kein neues First Down. Das ist das, was zählt. Schon wieder Jamal Adams geschlagen mit Man Coverage. Eieieiei. Aber Crosser ist natürlich schwer und das ist Holding. Und das ist Holding gegen die Offense. Das heißt gut für uns. Was wir jetzt nämlich machen können, können alles schön spreaden. Nö. Nö. Das war wohl nichts. Seht ihr, jetzt kriegen wir nämlich den Ball wieder und unsere 3 Punkte von eben sind super gewesen. Beziehungsweise okay erstmal. Ne? Laundry. Block ihn. Ja. Was machst denn du? 30, ey. Robbins. Ah, das ist der letzte Woche unseren genialen zweiten Touchdown gefangen hat, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob es insgesamt der zweite war, aber es war der zweite von den genialen. So, Doubles. Was in Doubles? Achso, ne, ich wollte ja noch Playtime. Sorry. Sorry. Was? Achso. Okay. Ah, den meinte ich. Gun A-Slot. Ich wusste gar nicht, dass wir... Also ich wusste, dass es Gun war, aber ich wusste gar nicht, dass wir in A-Slot heute schon drin waren. Das könnte ein Cover 3 sein. Und Cover 3 hat, wie wir alle wissen, schlechte Runfits. Also, let's go. Oh, okay. Gut, das hat nicht so gut geklappt.
Und was machen kluge Leute, wenn was nicht klappt? Die versuchen exakt das Gleiche nochmal. Das ist die klügste Strategie. Statt sich zu fragen, ob es aus irgendeinem bestimmten Grund nicht geklappt hat oder so. Nein. Macht einfach straight das. Ja. Ja, habt ihr gesehen, ne? Hat er nämlich einen gut abgehauen und hat sich verletzt. Cool, denn wir haben nur einen LSU-Quarterback. Jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß nämlich nicht mehr, wer unser Nummer 2... Ah, Torgensen, ja, genau. Ich glaube, ich habe einfach den schlechtesten Quarterback genommen, den es gab. Als Backup-Quarterback. Okay. Egal, das war es wert. Quarterback-Lauf, zweimal hintereinander für 4 Yards. Was macht denn der Dude da links außen, bitte? Der wird doch wohl nicht mich umrennen. Nö. Ja, direkt erstmal ein erfolgreicher Wurf. Wollte reinkommen mit dem Wurf, statt erstmal den Lauf zu übergeben. Bruce Surnum, ich glaube, der ist für 4-5 Wochen raus. Sehr geil, das heißt, wir können die nächsten Wochen nochmal mit einem größeren Müll-Quarterback spielen, als dem Müll-Quarterback, den wir sowieso schon haben. Gleicher Spielzug nochmal. Safety steht, links ist off. Landry lässt ihn fallen. Egal, der hatte den dicken Catch vorhin, das passt schon. Das passt schon. So, Full House Strong Slide Weak. Wollen wir einfach eine Power-Option machen? Nochmal unseren nächsten Quarterback kaputt hauen? Das ist eine richtig gute Idee. Dann haben wir nämlich gar keinen Quarterback mehr und dann muss ein Panther kommen. Kannst du weg? Kannst du richtig weg? Ja. Nice. Oh je. Neues First Down. Prinzip geht auf. Offen. So, gleicher Look nochmal. Beziehungsweise ich gebe ihnen den gleichen Look nochmal. Guck mal, das ist ein Man. Das heißt, was es höchstwahrscheinlich noch ist, ist ein Blitz. Das heißt, wenn ich... Ich weiß es auch nicht mehr. Ah, shit, jetzt habe ich was falsch gemacht. Jetzt habe ich nicht mehr die Zeit dafür, um es zu ändern, vermutlich. Geh. Ja, okay. Ja. Oh, gut verteidigt. Der Wurf kam an und unser nächster Lineman ist raus, Kinders. Ich habe den Injury Slider auf 5. Der fängt bei 40 an. Ich habe ihn auf 5. Ja! Okay, Gordon kann wiederkommen, aber meine Herren. Überlegt euch mal, ich bin um fast 90%, nee, über 90%, nee, fast 90% bin ich runtergegangen mit dem Injury Slider vom Normalen. Das heißt, nicht mal von was besonders hohem. Und ich habe trotzdem noch solche Verletzungen. Also es sind nicht besonders viele, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe es ja extra auf sehr, sehr niedrig gestellt, weil ich wusste, wir haben auf vielen Positionen einfach keine Backups von LSU. Und das ist das Prinzip der Franchise. Und deswegen sind Verletzungen hier halt besonders dumm, weil ich nicht einfach irgendwen aus dem Practice Squad hochziehen kann oder mir einen Free Agent besorgen kann oder sowas, weil wir einfach keine LSU-Spieler mehr da sind. Jawohl, Hunter. Gesunder LSU-Junge mit dem Sack, 4. und 13, die muss er zurückpanten. Wir gehen ins vierte Viertel mit der Führung, allerdings nur 3 Punkte und wirklich eigentlich relativ ohne Quarterback. Also, gucken, ob wir nochmal irgendwie irgendwas wie Laufspiel finden heute. Man kann ja auch mal die altbewährten Sachen probieren. Quasi der ganz, ganz klassische Doubles Inside Zone Lauf.
Also wir müssen jetzt eigentlich wirklich nur die 7 Minuten irgendwie überleben. Straight. Oh, was? Wo kam der her? Wo kam der her? Oh, geht sogar offensiv heute. Woher haben wir denn so viele Yards? Wir haben doch nicht schon 400 Yards heute. Oder vergesse ich gerade irgendwas? Yeah! Seht ihr, wir haben doch einen Quarterback. Oh, okay, und Gordon hat sich wieder verletzt. Gut. War vielleicht nicht die allerklügste Idee, den wieder reinzuholen, aber shit happens. Ja, Moment mal. Wenn wir jetzt gerade erst 220 Passing Yards haben, dann können wir insgesamt gar nicht 400 Yards haben. Wir haben 80 Rushing Yards oder sowas. Also irgendwas war da falsch. Oder vielleicht sind es All-Purpose Yards und dann zählen die Returns mit dazu oder sowas. Nein! Ah, Face Mask. Ich hätte Kreis werfen können für vermutlich einen Touchdown, aber ich habe es erst gesehen, als ich in der Nähe der Line war. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt werfe, dann wirft er entweder und ich war schon über die Line rüber. Oder der dreht sich im Kreis, weil er den. Weil er Kreis als Spin-Move gesehen hat und nicht mehr als Pass. So, mal gucken, ob Geist das diesmal gleich liest mit mir. Ja. Ja. Super. Einfacher Pass, einfache Route, weil niemand da war. Lücke, Touchdown. Und das übrigens, um auch mal dem Spiel ein Kompliment zu machen, das sah gerade aus, als ob der die Route nicht komplett 100% Effort gelaufen ist. Denn normalerweise 100% Effort heißt, du musst verkaufen, dass du in die Flat gehen willst und biegst dann straight über die Mitte wieder zurück ab. Aber wenn du keinen Gegenspieler hast, dem du das verkaufen kannst und siehst, dass da in der Mitte eine Lücke ist, dann kannst du das Ganze halt auch als Kurve rennen, wenn es schneller ist. Solange du weißt, dass es jetzt keine Timing-Route ist und dein Quarterback darauf angewiesen ist, dass du zu einer bestimmten Zeit irgendwo bist. So, Two-Possession-Game mit noch 5,50. Das macht mir schon mal ein bisschen Hoffnung. Ja, wie geht man? Linebacker Dogs, 3. Hard Flats. Press. Wir geben denen jetzt richtig Stress hier. Oh, und der hält den fest. Schade. Aber egal, waren eh nicht viele Yards. 3 Yards waren nie im Leben, waren es 3 Yards. Ah, ah. Ja, stimmt, wir haben noch überhaupt kein Takeaway heute. Aber haben wir dafür auch schon einen Pick geworfen oder nicht? Bam! Oh, der hält den fest, schade. 10 von 12 für 70 Yards damals. Also das ist nur auch nichts. Hohe Completion Percentage, aber wozu? Als ob der den festhält! Habt ihr gesehen, wie der umgebottet wurde von Tyrann Mathieu? Oh, es ist Amendola. Okay, gut, aber trotzdem. Damn. Überleg mal, was meine heute schon alles haben fallen lassen. Natürlich hat Landry da auch den dicken Weiten hinten gefangen, aber das war halt auch nicht ein besonders starker Hit oder sowas. Da war halt einfach jemand hinter ihm und hatte die Hände nicht drin. Aber überleg mal, bei was für Hits meine immer ihre Bälle fallen lassen, Mann. Oh Mann, Adams. Ey, Adams spielt wie eine Wurst heute, ja? Ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich habe sogar umgeschaltet auf den und ihm gesagt, er soll versuchen, den Ball zu fangen, also intercepten. Und er bleibt einfach stehen. Gar nicht gut, gefällt mir überhaupt nicht. Das ging alles viel zu schnell gerade. Ich spiele zu viel Risiko. Wir müssen gucken, dass Riley da schnell genug rauskommt. Aber es ist ein Lauf, also es ist relativ egal. Gib ihm! Ja! Hat ihm gegeben. Okay, trotzdem brauchen wir nur noch einen jetzt und kommen mit 3 Tight Ends raus.
Let's go. Let's go. Who let the dogs out? Sieht euch Mitte. A-Gap ist meine. A-Gap ist meine. Rechte A-Gap. Pass auf. Rechte A-Gap ist meine. Nix, nix, nix. Ja. Lücke war zu. Er hat nichts gefunden. Und dann irgendwann kam Hilfe von außen. Ich habe zwischendurch gedacht, das ist zu spät. Aber ich meine, für die Eagles ist es gar nicht so kritisch, weil die sowieso 10 Punkte brauchen. Das heißt, wenn die jetzt hier 3 mitnehmen und im nächsten 7, ist kein Unterschied, als wenn sie jetzt 7 genommen hätten und im nächsten 3. Das Einzige, was gut für mich ist, ist, dass sie im nächsten Drive nicht wirklich in Führung gehen können. Sie könnten natürlich mit einer 2-Point-Conversion, bevor ich da jetzt wieder berichtigt werde, aber die CPU würde sowas nicht machen. Ich würde sowas machen, vermutlich. Oder zumindest, wenn ich denke, dass der Gegner besser ist als ich und oder ich keinen Bock auf Overtime habe. Aber die CPU macht sowas in der Regel nicht. Toss crack. Blood pressure up a little bit, you think? I think up a lot of it. Could you imagine taking the pulse right now? It might be like a jackhammer out there on that side of the ball. But here's what the deal is. I think what we've observed... Oh, Böhringer mit dem zweiten Catch heute schon. Und Torgerson mit 4 für 7, 84 und ein Touchdown. Das ist doch eine super Statistik für die wenige Zeit, die er gespielt hat. Plus, wir können jetzt ins 2-Minute-Warning. Das heißt, mit einem neuen First Down haben wir das Spiel gewonnen. Ich möchte jetzt halt im idealsten Fall mein Spiel nicht in die Hände von Alex Torgerson legen. Aber wenn die mir die ganze Zeit hier den 4 oder 2 Look geben, da sind gute Runfits und gerade gegen den Toss. Ihr seht so hier zum Beispiel, sind direkt 1000 Leute auf mir drauf und dann kommt der Fumble. Eieieiei. Schwerer Fehler Darius Guys. Schwerer Fehler Darius Guys. Aber ich glaube, das ist der erste in der Saison. Ah, auch noch genau nach dem 2-Minute-Warning. Wir haben nicht mal Timeouts, nicht mal Zeit, wir haben gar nichts geklaut. Ah, das tut weh, das tut richtig weh. Und der hält den wieder fest, oh mein Gott. Ey, heute ist crazy, die halten alles fest. Und ich will ja auch nicht, dass sie alles fallen müssen, aber ich will, dass sie ungefähr den gleichen Standard haben wie ich. Denn bessere Receiver haben die nicht. Gib ihn. Auch den hält er fest. Überleg mal wirklich, wenn das einem User passieren würde, dass ein Hit kommt so kurz nach dem Catch. 1000%ig wäre dieser Ball losgeschlagen worden. Wenn das DJ Shark gewesen wäre oder wer auch immer. Ich stehe doch da. Ey. Habt ihr meinen User gesehen gerade, dass er einfach stehen geblieben ist? Das sollte jetzt sein. Also entweder wollten die sich selbst jetzt ein Booth-Review geben. Ja, nee. Der Touchdown, der sollte sein. Da bin ich der festen Überzeugung von. Nee. Sowas mag ich nicht. Das war viel zu einfach. Fumble, dann zweimal direkt einen Hit nach dem Catch und der hält ihn nicht fest. Dann das, wo mein User einfach stehen bleibt. Den darf er nie im Leben so werfen. Den muss er entweder mit bisschen Zug drauf werfen. Oder ich bin da, definitiv. Oder, was man inzwischen schon gar nicht mehr in Frage stellt, weil man es so dran gewöhnt ist von EA. Oder, der Dude, der ihn in Coverage hatte, hätte sich vielleicht umgedreht und hätte den Ball gespielt. Wer weiß. Beweg dich. Wer? Natürlich. Genau wo ich das jetzt gesagt habe, hält der den fest. Und es war, glaube ich, schon wieder Böhringer. Der macht alles kaputt heute. Oh, ich bin noch in True Clark, weil ich dumm bin. Egal, ich habe Timeouts. Ich glaube, Böhringer hat fast 100 Yards. Nicht nochmal. Okay. Wir sind in Field Goal Range. Das ist schon mal ganz gut. As the clock stops with 23 seconds to go in the game. Die können den Ball immer noch wieder kriegen. Die müssen eigentlich jetzt schon ihre Timeouts nehmen, aber vielleicht spekulieren die einfach drauf, dass ich zu weit weg bin. Oder dass Darius Guice einfach dumm ist. Mann. Okay.
And that's going to bring up a third down. So here we go. Maybe the biggest kick of the game. Ah, jetzt eisen die. With 6 seconds remaining, we get a timeout on the field. 5 Sekunden kann ich definitiv noch einmal laufen. Ich meine, die können mich so oder so noch eisen, aber ich kann wenigstens in die Mitte kommen. Denn wir haben keinen Wind und einfach geradeaus schießen ist halt, da muss ich mir nur noch Kopf ums Timing machen. Timeout, so. Jetzt, nehme lieber mein eigenes Field Goal statt das aus der Empfehlung. Ach, jetzt bin ich einfach so schon geeist, ohne dass ich den Timeout nehme. Ah, wollte schon sagen, danke. Ich glaube, ich hatte mich angeblich selber geeist gerade. Es könnte ein Tick zu weit rechts gewesen sein. Aber mal gucken. Nope, ist drin. Jawohl. Jawohl! Da ist es! Das Field Goal in letzter Sekunde. Damn. 43. Da waren die paar extra, als ich jetzt durch den Lauf am Ende gekriegt habe. Echt nochmal hilfreich. Plus, es hat halt wirklich geklappt, was ich wollte, dass er relativ genau in der Mitte geblieben ist. Und das war geil. Mann, Mann, Mann. Knappes Spiel. So wie man es haben will, wa? Rushing Yards ausgeglichen. Wir haben viel mehr Passing Yards. Das passiert ja eigentlich auch nie. Low Score. Naja, Low Score nicht wirklich. Aber Low Yardage Game auf jeden Fall. So, Kommentatoren, Ruhe. Wir gucken uns wie immer die Stats an. Torgerson müsste ein gutes Quarterback Rating haben, ne? 103 für Atling, 119 für Darnold, 145 für Torgerson. Jawohl. Keine Picks heute. Rushing. 10 Average für Charles Sims, okay, gut. Howard auf 6, nachdem der angefangen hat mit einem für 52 oder sowas, hat er danach 9 für 8 gehabt oder irgend sowas in dem Dreh, also echt nicht gut. Geis 4-3, logischerweise der Fumble, das ist ärgerlich. Adling 4-2, die Verletzung ärgerlich. Hill 2-5, aber da war auch der Endaround dabei, also Receiving, Mobo mit den meisten Yards heute, Landry direkt dahinter, Shark direkt dahinter. Wir haben die Top 3 Receiver, sowas passiert ja auch nicht häufig. Colin Jeter hat einen Touchdown, Darius Geis hat einen Touchdown und Amendola hat einen gefangen. Defensiv, Sacks, Danny Hunter, Duke Riley hatte schon wieder einen, stark. Hicks, Landon, das war's. Also auch nicht viele Sacks kassiert heute. Und Interceptions, habe ich ja eben schon gesagt, war nicht. Ja, wir müssen echt hoffen, dass entweder Alex Torgerson so weiterspielt, wie er heute angefangen hat, oder dass Danny Atling schnell wiederkommt. Denn, wie gesagt, vom Rating her ist es halt nochmal ein Schritt nach unten. Und eigentlich, so wie die oder wie er gespielt hat, bisher können wir uns das nicht wirklich leisten. Deswegen, mal gucken. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich darüber freuen, falls ihr ein Like da lassen könntet. Wenn ihr neue seid, dann zieht in Betracht zu abonnieren. Würde mich sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.